Herzlich willkommen zum Backcheck-Tag. Kurz vor Start der Olympischen Winterspiele in Peking 2022, wo wir natürlich besonders auf unsere Eishockey-Nationalmannschaften schauen, auf die Frauen und auf die Herren. Wir haben jetzt heute Abend kurz Zeit, zusammen mit dem Sven Helferstein, mit dem Ueli Schwarz, über die beiden Teams zu reden, aber auch über den Mythos Olympische Spiele zu reden. Und ich würde vorschlagen, wir stoßen zuerst gerade mal schnell auf unsere zwei Mannschaften, auf hoffentlich erfolgreiche Spiele, oder? Santé. Santé. Ja, zum Wohl miteinander, zum Wohl auch daheim. Olympische Spiel, der Ueli hat es miterlebt. 2014 bist du in Sochi dabei gewesen. Kannst du es nochmal schnell mitnehmen? Wie war es für dich? Man redet immer davon, das ist so etwas Spezielles für jeden Sportler. Du bist als Funktionär dort gewesen. Ja, es ist schon sehr speziell im Vergleich zu einer WM, weil in der WM gehst du als deine Delegation und siehst einfach deine Gegner. Und dort kommst du als Teil von weiss nicht wie vielen Sportlern. Du läufst noch immer über den Weg und es entsteht so ganz spezieller Groove. Also wenn du als Hockeyler dort bist oder Dario Colonia zum Beispiel Medaille holt im Langlauf, packt dich das. Du gehst gerne eine Siegerehrung schauen und so. Der Nationalstolz ist schon noch ein bisschen ausgeprägter an der Olympiade als einfach an einer WM. Sven, du hast nie Olympische Spiele miterlebt. Gerade wieder in Wunden kratzen. Nervt dich das ein bisschen? Aber du, oder die andere Frage dann auch noch, oder die zweite Frage, du hast jetzt als Agent hast du einige Spieler, die an den Olympischen Spielen sind. Wie kriegst du das mit? Wie sehr freuen sich die Jungs an? Ja, eben zuerst die erste Frage. Nein, ich war nie gewesen. Junior-Olympiade durfte ich mal erleben. Ist natürlich nicht das gleiche wie die grosse Olympiade, die wirklich wahrscheinlich für jeden Sportler non plus ultra ist. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht Olympiade-Team Nummer 8 dabei gewesen. Wobei, jetzt, Ueli, jetzt müsstest du eigentlich einspringen und sagen, jetzt also, machst du dich schlecht. Ich müsste jetzt schnell einspringen. Bevor wir die Zuschriften kommen, erklären wir mal Sven Helferstein, dass Olympiade eigentlich die falsche Bezeichnung genau. ist, sondern Olympiade. Walsi hat schon textet. Ja, hat schon geschrieben. Walsi ist sicher 100%. Das hast du mal gesagt. Olympiade ist die Zeit zwischen den Olympischen ja. Spielen. Also, ja. Eben. Musst jetzt die Antwort nicht einmal geben. Gut, bin ich froh. Und deine zweite Frage ja. war, wie sich die Jungs freuen. Ja, das ist natürlich eine riesige Geschichte. Oder? Es ist das Jahr ein bisschen, oder das Mal ein bisschen spezieller, weil immer noch eine gewisse Unsicherheit ist wegen dem kleinen Virus. Oder? Mhm. Vorher, wenn sie natürlich bekommst, die Zusage, dann ist einfach, hast du die Sage mal eine halbe Stunde gemacht. Oder? Dann hast du gewusst, die ist ein riesen Erlebnis. Oder? Die ganze Familie, je nachdem, ist vielleicht auch mitgekommen. Oder weiss ich was, jetzt ist alles ein bisschen Bubble-Szenario und es ist gleich noch ein bisschen die Unsicherheit, ja, ey, kann ich denn wirklich gehen? Es ist immer noch die Gefahr, was sich dann der eine oder andere halt kann anstecken kann. Schon ein bisschen spezieller, aber natürlich haben sich alle Jungs mega gefreut. Es ist ja auch noch ein bisschen speziell, dass ursprünglich ist ja seit Jahren geplant gewesen, dass wirklich die Besten von den Besten spielen yep. an den Olympischen Spielen. Das ist schon eine Business-Überlegung dahinter gewesen, Entwicklungsüberlegung. Mm. Und was Case hat, dass sie nicht kommen, dann als Spieler hat man so ein bisschen das Gefühl, oh, das ist jetzt ein Schade. Aber nichtsdestotrotz, es werden hervorragende Spieler aufgeboten sein, es wird hervorragend sein, so okay sein. Und für den, der gehen kann, soll ja das überhaupt keine Rolle spielen, ob jetzt die Besten da sind oder nicht. Soll zeigen, dass er auch zu den Besten gehört. Ja. Das Thema können wir auch noch besprechen, die Absage von den NHL-Spielern. Wir haben nämlich den Lars Weibel in der Leitung, der Director National Teams von Swiss Ice. Okay, Lars, guten Abend, hörst du uns gut? Ich höre euch gut. Guten Abend miteinander. Hallo, Lars. Und ich möchte auch noch auf etwas eingehen, was Sven vorhin noch angesprochen hat. Die Unsicherheit. Weil eben das Corona-Gespenst, das ist halt, das schwebt immer noch ein bisschen mit. Das ist auch mitgeschwebt in der ganzen Vorbereitung von euch, in der ganzen Vorarbeit, die ihr auch geleistet habt im Verband, eben mit diesen zwei Nationalmannschaften. Kannst du uns noch mal schnell mitnehmen in die Vorbereitung und kannst du uns ein bisschen das Gefühl geben, wie es aktuell in Peking ist und ob man wirklich die Bedenken ein bisschen auf die Seite tun kann? Ja, das kann ich gerne. Also die Vorbereitung ist wie immer selbstverständlich sehr schwierig, braucht sehr viel Flexibilität und Innovation auch. Damen sind jetzt angekommen und alle negativ getestet und sind im Bubble drin. Und das ist so ein bisschen das Gefühl, wenn du jetzt mal wirklich negativ testet im Bubble rein bist, fühlst du dich relativ sicher. Ich glaube, vor Ort
ist es wirklich ein Bubble, wie wir es jetzt aus Hockey-Seite bis jetzt noch nicht gesehen haben. Aber der Weg dorthin und jetzt Männer, die Herren, die hinten, oder wir, die hinten anreisen, dann, also wir sind da schon noch in einem komplett anderen Modus, als wenn dann wirklich dort ist. Und wir haben die Meldung auch noch rausgegeben, dass zwei Spielerinnen nicht mitreisen haben können, vorerst auf Peking, Alina Müller und Sinje Lehmann, weil da CT-Wert bei diesen Corona-Tests offenbar noch im Grenzbereich waren. Kannst du uns da ein bisschen neuer sagen? Oder warum sind sie noch da? Eigentlich genau so, wie du gesagt hast, der CT-Wert, der wird in der Schweiz anders bemessen als in China. Und wenn man dort irgendwo auch negativ ist, aber der CT-Wert hoch ist oder umgekehrt, dann muss man das wirklich gut im Auge behalten. Und wie gesagt, man lässt einen Spieler, eine Athletin oder einen Athlet nicht rein, wenn der CT-Wert zu hoch ist und darum man das Risiko nicht eingehen will. Wir sind jetzt bei uns nochmal in der Schweiz in der Quarantäne für zwei weitere Tage, müssen nochmal zwei Tests machen und dann werden sie einfach nachträglich einfliegen und somit sind wir gleich safe, weil sie aufs Startspiel dann gleich parat sind. Und trotzdem, man bibert dann jetzt vielleicht auch ein bisschen bei den Männern. Kannst du uns kurz sagen, wenn Zusammenzug ist, wie viele Tests sie denn auch noch machen? Also bei den Herren ist es so, dass wir am Sonntag Kickoff haben. Bis dorthin machen wir jetzt die sogenannte Tests, also Frühwarnsystem, aber eigentlich dann braucht es vier Tests negative dann vor der Einreise, wo man protokolliert muss, reingehen und einen sogenannten 96 und 72 Stunden vor Einreise PCR-Test, wo man muss negativ vorweisen. Also das heisst, die Spieler, die müssen heute und morgen testen und dann gibt es einen sogenannten Schnelltest vor Eintritt am Sonntag. Dann werden die Spieler aufs Zimmer gehen, zuerst einen Schnelltest machen vor Eintritt, dann einen PCR machen, dann aufs Zimmer gehen und wenn dann das negative PCR-Resultat da ist, fangen wir eigentlich unseren Kickoff an und die Olympiade-Vorbereitung, um nachher dann noch ein Testspiel machen am 1.2. gegen Kanada und dann geht es am nächsten Tag am Mittwoch im Flüger auf Peking. Darf ich noch etwas fragen, Lars? Wie manchem Spieler macht ihr jetzt das? Also wir machen es jetzt mal selbstverständlich mit allen, die im Aufgebot sind und dann machen wir das Gleiche noch mit dem Long Roster. Das Long Roster dürfen wir leider aus verschiedenen Gründen, eins ist WADA, nicht bekannt geben, aber wir haben natürlich müssen Spieler intern gleich informieren und müssen eigentlich alle, die in Frage kommen für die Olympiade, müssen eigentlich das gleiche Testprozedere durchlaufen, damit wir auch auf eventuelle Ausfälle reagieren können. Und vielleicht hat man es aus den Medien auch erfahren, dass es jetzt ja noch neue Regeln gibt, dass man eine sogenannte Taxi Squad stellen kann, also sogenannte P-Athletes, damit Teams auch da unten in Peking mit eventuellen Ausfällen reagieren könnten. Und die reisen mit? Die grosse Diskussion. Lars, reisen die mit, der Taxi-Squad? Wir haben den Entscheid noch nicht gefällt. Wir werden es wie die meisten anderen Nationen auch so machen, dass wir jetzt zuerst den Kickoff abwarten, respektive schauen, wie Tests ausfallen bei allen Athleten, die anreisen. Und nachher, wenn wir die Gewissheit haben, müssen wir dann relativ schnell entscheiden, ob wir mit der bestehenden Mannschaft gehen oder ob wir eben gewisse Taxi-Squad-Athleten mitnehmen. Und wenn ja, wie viel? Man kann total 5+1, also 5 Spieler und einen Goalie, könnte man nachselektionieren. Aber das kann man quasi auch zeitverschoben machen. Also man kann auch das erst nach 2 oder 3 Tagen dann machen. Bei den Herren ist es so bei uns, dass wir Priorität vor allem auf Vorrunde, auf das erste Spiel, auf die ersten 3 wichtigen Spiele setzen. Und bei den Frauen würden wir eher ein bisschen Priorität auf Zukunft setzen, weil sie ja durch den Modus bedingt im Viertelfinal sind und nachher vor allem das Ende müssten können abgesichert sein für eventuelle Ausfälle. Ja, bleiben wir ganz schnell bei den Frauen. Wir haben hier Frauen in der Gruppe A, wo die besten 5 der Weltrangliste drin sind. So ist die Aufteilung eben mit Kanada, USA, Russland und Finnland. Du hast es vorhin gesagt, im Viertelfinal ist man schon fix. Was haben Sie für eine Zielsetzung rausgegeben, also ist es okay, wenn wir es für Frauennationalmannschaft haben? Wir haben auch dort das Halbfinale eingegeben. Wir sind ambitioniert und wir wissen, die Zielsetzung darf und soll hoch sein. Wir wollen uns dem stellen. Wir haben uns auch ein bisschen an der WM in Calgary orientiert
Und wir wissen, dass das drin liegt und wir stellen uns dem. Und die Gruppe ist sehr, sehr ambitiös und die wollen nicht so eine Reise auf sich nehmen und nicht ein hohes Ziel haben. Wir wissen, das ist ambitiös, es sind gute Gegnerinnen. Aber wie gesagt, wir stellen uns dem und wir sind überzeugt, dass wir eine Chance haben auf das. Uli, du hast das Kader vor dir von den Frauen. Was fällt dir auf? Ja, also in erster Linie fällt mir sicher mal auf, dass es 11 Frauen dabei hat, die Jahrgang 2000 und jünger sind. Das ist eigentlich ein sehr gutes Zeichen. Ich denke auch ein Zeichen, das richtig Zukunft deutet. Und wir haben heute Abend im Laufe der Studiosendung mal schon so ein bisschen unter uns diskutiert. Eigentlich 2014 haben die Frauen zuerst mal richtig auf sich aufmerksam gemacht, als sie in Sochi Bronze gewonnen haben. Und wenn ich jetzt schaue, Jahrgang 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, dann ist es durchaus möglich, dass die Frauen, die jetzt in dem die jungen Frauen, die jetzt im Kader sind, eigentlich dann anfangen, Hockey zu spielen. Und es wäre natürlich schön, wenn es wieder so einen Erfolg gibt und nachher entsprechend wieder so einen Boost kommt bei den Frauen. Das ist eigentlich das, was mir am meisten ausfällt, die junge Mannschaft. Ist das so, Lars? Ist das ein bisschen zurückzuführen auf den Erfolg dort mit dieser Bronzemedaille? Ja, ich denke sicher, das sieht man in allen Sportarten und auch im Hockey, Silbermedaille, das Thema ist, dann hast du im Sommer meistens einen grösseren Zulauf in der entsprechenden Sportart. Im Hockey und im Fußball ist es das Gleiche. Bei den Damen hat das auch hohe Wellen geschlagen und das hat man feststellen können. Wir sind glücklich, haben wir den Mix aus Jung und Alt. Ich glaube, ein bisschen Erfahrung ist sehr hilfreich, gerade bei einem so einem Turnier. Und wir insbesondere beim Verband haben jetzt auch gute Weichen können stellen für die Nachhaltigkeit bei den Frauen durch unser Women's Academy Programm, wo wir jetzt wirklich versuchen, richtig den Hebel anzusetzen, damit man eben nicht immer wieder muss hoffen, dass es irgendwann nach 10 Jahren einen Lucky Punch gibt, sondern unser Ziel wäre es wirklich, das Hockey, das Frauenhockey so zu pushen, zu etablieren und zu verbessern in sämtlichen Jahrgängen, dass man eben wieder wie an die früheren Erfolge in Sochi etc. dann regelmässig könnten angreifen und umsetzen. Genau, in einer Woche geht es los für die Frauen im Spiel gegen Kanada. Am 3. Februar kommen wir noch zu den Herren und vielleicht zu dir schnell, Sven, zur Thematik von der Absage der NHL-Spieler. Die müssen ihre Spiele noch nachholen, die sie doch ein paar Mal haben müssen verschieben oder ein paar Spiele, die sie müssen verschieben. Es liegt nicht drin, eine Pause einzulegen für die NHL-Spieler, obwohl es ursprünglich keins hat. Die Besten kommen und wir haben endlich wieder mal ein Hockey-Turnier von den besten Spielern. Wie sehr hat das bei dir vielleicht für die Vorfreude ein bisschen einen Abriss gegeben in deiner Vorfreude? Oder ist es gar nicht so der Fall? Oder wie siehst du vielleicht auch die Chancen nachher? Gut, ich glaube, es ist wahrscheinlich für jeden Hockey-Fan ist es am coolsten, wenn wirklich Best versus Best ist, oder wenn du wirklich ein Turnier hast, wo du wirklich weißt, jetzt sind jetzt wirklich die weltbesten Hockeyspieler von allen Nationen. Weil als Sportler willst du dich eigentlich die Besten messen, oder? Weil dann das ganze Turnier hat nochmal ganz eine andere Bedeutung, wenn du weißt, hey, jetzt sind wirklich all eyes on you. Jeder, der in irgendeiner Form Hockey spielen kann, und gut ist, macht er dem Turnier mit. Wenn du dann gegen Schweden oder gegen Finnland gewinnst, ist natürlich nochmal ganz eine andere Geschichte, oder? Und es wäre sicher auch super interessant gewesen, weil ich das Gefühl, das ganze Scouting wäre nochmal ganz anders gewesen. Hätte vielleicht auch einen oder anderen Spieler gegeben, der noch nicht in der NHL ist, um sich beweisen gegen gerade die Top-Shots, oder? Sicher eine Enttäuschung gewesen, für jeden Hockey-Fan. Sicher auch für die Schweizer Spieler, die sich sicher sehr, sehr gerne gemessen hätten gegen die Besten. Aber auch eine Chance, oder? Für viele, die jetzt, vielleicht jetzt nicht dabei gewesen wären und jetzt an die Olympiade gehen können und gleich können zeigen, was sehr gute Hockeyspieler sind und durchaus könnten dann spielen. Ist es jetzt besser, wenn wir es von der Chance haben für die Schweiz, dass NHL-Spieler nicht dabei sind? Oder ist es etwa ausgeglichen? Wie siehst du, Oli? Ja, klare Meinung. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Weil wenn die Scheibe eingeworfen wird, musst du bereit sein, gegen die zu spielen, die der vis-à-vis stehen. Und dann denkst du schon nicht mehr dran, oh, ist jetzt das der Crosby oder ist jetzt das der Mason McTavish? Sondern wenn du dort bist, willst du dein Bestes geben. Und ich kann mich erinnern, genau diese Fragestellung ist ja recht gross gekocht worden vor Pyeongchang zum Beispiel. Und dort hat man das Gefühl gehabt, ja, das ist jetzt eine ganz grosse Chance für die Schweiz. Und das Resultat ist nicht so rausgekommen. Auch das ist nicht die Wahrheit. Darum, für mich spielt das keine Rolle. Wenn der Puck eingeworfen ist, spielt es eine Rolle, wie die 60 Minuten geleistet werden. Und das spielt keine Rolle, wer in den Leibli steckt.
Ich würde jetzt behaupten, es spielt schon ein bisschen eine Rolle. Wir haben nicht ganz die gleiche Meinung, wenn es um das Thema geht. Ich habe das Gefühl, wenn du natürlich gegen die Besten von den Besten spielst, dann habe ich das Gefühl, wäre es nochmal eine Runde schwieriger geworden. Mhm. Weil ob Finnland jetzt spielst oder Finnland mit den NHL-Spielern, das ist eine andere Liga. Obwohl ich sage, es hat logischerweise super viele gute Spieler auch jetzt in Finnland oder in Schweden. Kehrsum, das werden jetzt vielleicht die Finnen genau von der Schweiz auch sagen. Sagen, ja, der Jos aber die haben natürlich mehr Spieler in der NHL. Ja, gleich. Das stimmt. Von der Menge her, das stimmt. Aber ich glaube, auch die Schweiz hat ja Spieler gehabt, die der Gegner durchaus einen Respekt hat müssen, ja, vorne. Und darum, ich habe das Gefühl, das wird überbewertet. Das spielt keine Rolle. Wenn der Böck eingeworfen wird, muss 60 Minuten raten, spielt keine Rolle, wer auf dem Eis steht. Lars, siehst du es ähnlich wie der Uli oder eher wie der Sven, die Diskussion? Sowohl als auch. Die Finnen haben erst vor kurzem einen Weltmeistertitel geholt, das die einzige Mannschaft in den NHL Stars. Ja. Kann pro oder contra sein. Wir haben, also erstens mal muss ich sagen, ich wäre jetzt unterschrieben, wenn alle kämpfen. Weil erstens sind so gute Typen und die wären so gerne gekommen. Mir hat es leid tun für sie, weil sie wirklich gerne für die Schweiz gespielt hätten. Das andere ist, ich hätte sie auch gerne dabei gehabt, weil wir nicht einfach irgendwelche NHL-Spieler haben. Wir haben NHL-Spieler, die dann dominieren. Sind nicht irgendwelche Viertlinien-Spieler und hätten einen grossen Impact bei uns. Darum, ich hätte sie gerne dabei gehabt. Aber wir sind jetzt da uns gewöhnt seit 2 Jahren, dass wir überhaupt mal glücklich sind, wenn wir überhaupt spielen dürfen und irgendwo an ein Turnier reisen können und sind froh, wenn es nicht abgeht. Also wir sind in einer dankbaren Rolle, dass wir sagen, wie cool ist denn das? Wir können an die Olympischen Winterspiele auf Peking und ich glaube, jeder dahinter, das letzte vom Staff und in der Mannschaft auch. Und schlussendlich, ja, ist es sicher auch so, wie der Uli sagt. Ich glaube, am Schluss gilt für alle das Gleiche. Jetzt kannst du sagen, ja, die Russen haben immer noch vielleicht eine gute Mannschaft mit der KHL, also einfach viel mehr gute Spieler haben. Andere vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, Kanada auf dem Papier wird wahrscheinlich schlechter eingeschätzt im Moment, obwohl ich von dem auch, also das ist Vorsicht geboten, das wissen wir auch aus der Vergangenheit. Aber am Schluss ist es für uns entscheidend, wie wir auftreten. Stehen wir in die Shooting Lanes, kämpfen wir, liegen wir in die Schüsse, tun wir Finishing the Checks, also Checks abschliessen. All diese Komponenten, bleiben wir aktiv in jeder Spielsituation und da bin ich überzeugt, dass wir das schaffen und wenn wir das machen, dann werden wir eine gute Mannschaft sein und weit kommen. Ein gutes Beispiel, Lars, waren ja eigentlich die Deutschen gewesen, vor 4 Jahren. Mhm. Ich meine, die haben genau das, was du jetzt gesagt hast, haben die voll in die Waagschale geworfen und haben für sich, für das deutsche Hockey, können ein Resultat erzielen und erkämpfen, das ihnen extrem viel geholfen hat und ihnen auch sehr viel Respekt eingebracht hat. Ja. Und darum denke ich, es kann durchaus auch eine Chance sein, wenn man ohne die NHL-Spieler, die zweifellos riesen Big Shots sind, wenn man sich dort richtig verkaufen mit der Einstellung, wie du jetzt, Lars, gesagt hast. Darum, für mich spielt es keine Rolle. Olympia, wenn wir am Schluss etwas in den Fingern haben, zählt es genau gleich viel, ob die NHL-Spieler sind dabei waren oder nicht. Ich glaube, ein Punkt, den wir nicht davon unterschätzen, ist auch, es ist eine Werbung für jede Liga jetzt, ja, die wir haben, oder? Welche Liga ist wirklich gut, oder? Ja. Wir sagen immer, wir haben die zweitbeste oder drittbeste Liga innerhalb von der Welt. Das können wir jetzt zeigen, oder, was läuft, oder? Das ist auch eine gute ich sage mal, Challenge, die wir jetzt hier haben. Ja, wir haben etwa, wenn du unsere Spieler dazu nimmst, plus alle Imports, die selektieren recht viel, oder? Also, ja. Ich würde sagen, etwa ein Fünftel von den Spielern, die unsere, ja, fast ein Fünftel oder ein Sechstel von den Spielern, die unserer Liga engagiert sind, werden auflaufen. Und das, ja, ist ein gutes Showfenster, eine gute Gelegenheit zu beweisen, wie gut unsere Liga hoffentlich ist. Ja, Lars, und jetzt, wenn wir gerade noch schnell wissen, der Uli hat es angesprochen, am Schluss etwas in den Fingern haben, oder? Wie sieht es aus bei der Zielsetzung für die Männer? Wir haben jetzt vorher eben gerade Deutschland angesprochen, da haben wir natürlich schlechte Erinnerungen, im Sinne von, haben wir Schweizer natürlich schlechte Erinnerungen, weil wir dort wegen ihnen nicht ins Viertelfinale gekommen sind, in den Playoffs ausgeschieden gegen die Deutschen. Also man hat noch ein bisschen etwas zu gut machen, auch in den Olympischen Spielen. Wie sind die Erwartungen von dir? Was sind die Zielsetzungen? Unsere Zielsetzung ist wie bei der Frau ein Halbfinale. Und das haben wir auch sehr kontrovers diskutiert. Und auch da, wir wissen, dass das ambitiös ist. Wir wissen, was es braucht. Aber ganz ehrlich,
unsere Athleten kommen mit unglaublich viel Commitment aus der ganzen Welt, zu jeder Zeit, zu jeder Situation, egal ob Bubble, Quarantäne, was auch immer für Opfer die machen. Und ja, die Mannschaft, die kommt und man hört die Interviews von Fialas etc., die reden von sich aus von Medaillen, die wollen etwas gewinnen. Die spüren den Puls vom Hockey in der Welt und wir könnten ganz ehrlich nicht mehr einfach weiter rausgehen, um ein bisschen vorsichtig zu sein und sagen, das Viertelfinale. Wir haben gesehen, es war eine riesen Enttäuschung, in Riga nach dieser Niederlage und wir wissen, dass wir das Spiel müssen gewinnen und können gewinnen. Also ist es auch folgerichtig, dass wir den nächsten Step machen und darum sind wir auf die Zielsetzungen so gekommen. Zu dieser stehen wir einmal mehr wie in Riga. Und wir sind überzeugt, dass wir es schaffen und für ein höchstes Ziel muss am Schluss einstehen. Aber wir sind überzeugt, dass wir den nächsten Step jetzt machen können und dem stellen wir uns. Gut, danke vielmals, Lars. Hast du dich noch schnell eingewählt bei uns im Backcheck Talk? Wünschen ganz viel Erfolg mit beiden Teams, mit den Frauen und den Männern. Und dir dann auch eine ganz gute Reise Richtung Peking. Hoffentlich geht alles gut. Herzlichen Dank euch auch in der Runde. Merci für die Einladung. Danke vielmals, Lars. Danke. Mach's gut. Und wir machen hier noch schnell den Abschluss. Also, wir haben es gehört, Halbfinale ist das Ziel. Bei den Männern, wir haben unsere Community auch noch schnell gefragt, was sie das Gefühl haben, was ist möglich mit der Schweizer Nationalmannschaft. Dominik, der sagt, Final wäre machbar, denke ich. Sven Ambühl, der sagt, wenn die Schweiz so spielt wie an der WM 2018 und sie gut startet, liegt alles drin. Ist es nur so, oder macht vielleicht auch der Aschi ein bisschen, dass es mit dem Kader doch auch ein eingespieltes Kader ist, das System eigentlich kennt, ein Kader ist, wo doch auch schon zusammen WMs bestritten hat, ist das auch noch ein Vorteil? Und dass das Halbfinale tatsächlich möglich sein könnte? Sicher kein Nachteil, sagen wir es mal so. Ob es ein Vorteil ist oder nicht, das wird sich weisen. Ich gehe mal davon aus, so andere Nationen natürlich auf Kontinuität setzen. Und der Stamm von Spielern werden dabei haben, die ein paar Jahre dabei waren. Oder was sicher ein bisschen speziell ist, das muss man vielleicht für die Zuschauer schon noch sagen, der Modus ist natürlich ganz ein anderer. Mhm. Also im Extremfall kannst du in einer Vierergruppe, wo man zuerst ist, alle drei Spiele verlieren und kannst auf der Hintertür immer noch im Viertelfinale kommen. Hätte er uns zwar aufbieten können, oder? Genau, für die drei ersten Spiele, oder? Nur gegen einen ganz starken Gegner hast du dann noch, oder? Ja, natürlich hast du dann gegen einen ganz starken. Nur wenn du unter die letzten acht kommst, hast du gegen einen ganz starken. Das spielt dann überhaupt keine Rolle mehr, oder? Und darum denke ich, die ersten paar Spiele, die können wir wirklich als Spiel anschauen. Aber ist noch erst gegen Viert, oder? Ja, das sicher. Dann spielt es schon ein bisschen eine Rolle. Sicher spielt es eine Rolle. Ja. Aber Hand herum, du hast nicht gerade von Anfang an das Messer hier, wie es zum Beispiel im Modus bei der Junioren-WM ist und so weiter. Du kannst dich daher tasten und hoffentlich wirst du erst oder bist beste Gruppenzweit. Dann bist du schon mal in den Quarterfinals. Ja. Und sonst kommt dann das Spiel, das du nicht verlieren darfst. Und das ist ein bisschen speziell. Russland, Tschechien und Dänemark. Das ist drei Erfolge für das Spiel. Mir ist gleich, mit drei Folgen. Ich dann, it's coming home, it's coming. Ich will einfach eine Medaille. Ja. Ich sage, wenn du das Turnier gehst, dann musst du einfach irgendetwas, wie du es gesagt hast, in den Fingern haben. Oder? Ja. Und ich glaube, du musst ja, man würde es vielleicht nicht so sagen, aber eigentlich willst du einfach gewinnen. Oder wenn du Final verlierst, schiess dich an. Oder böse gesagt, du willst einfach dort hingehen und etwas gewinnen. Und ich habe das Gefühl, die Schweiz kann etwas gewinnen. Ja. Ich bin wirklich überzeugt, die können etwas gewinnen. Ja. Wir haben sehr viele gute Hockeyspieler. Jetzt müssen wir es einfach on paper bringen, oder? Ich habe das Gefühl, es sind alles drin. Du kannst im Viertelfinal aus die Maus sein. Du kannst aber auch wirklich, muss ich plötzlich einspielen, oder? It's coming home, oder? Das wäre auch der richtige Moment jetzt, gerade auch, wenn wir es aus Sicht von Patrick Fischer vielleicht anschauen. Mit dem Resultat, Next Step. Also das wäre sicher mal, ich denke auch, es wäre wichtig, weil die ersten Olympischen Spiele in Pyeongchang waren, wie wir alle wissen, nicht sehr gut gewesen. Und ich möchte jetzt gleich noch etwas reinwerfen, wo wir gleich nicht ganz dürfen unterschätzen. Wir haben vorhin gesagt, ja, jetzt sind die NHL-Spieler nicht da. Es gibt aber gleich ein paar, die da sind. Ich meine, es gibt auch ein paar Rückkehrer, Weber, André Ghetto, Malgin, Haas. Das sind Spieler, die
so eben dann Pyeongchang und so nicht haben können dabei sein, aber jetzt spielen sie in der Schweiz und haben ja gezeigt, dass sie Klasse von NHL-Spielern haben. Die Russen haben sicher auch solche, die Tschechen auch. Darum, es ist ein Top-Kader. Ein Kader, wo ich das Gefühl habe, einen guten Tag jeder kann schlagen. Und darum verstehe ich auch die Zielsetzung. Es gibt keinen Grund, die Zielsetzung nicht zu haben. Aber es gibt auch noch Garantie, dass man das Ziel erreicht. Das muss sich auch bewusst sein. Also ja, das ist immer 50-50, so. Oder? Das ist immer so ein bisschen der Schweizer. Auf der einen Seite wird man kritisiert, wenn man mutig ist und ansteht und sagt, hey, wir wollen Gold, wir wollen gewinnen. Wie es der Patrick Fischer ja an mich macht, oder? Was ich absolut richtig finde, oder? Wir müssen das nicht klein machen. Du, wenn du an ein Turnier gehst, egal, ob ich Dart spielen gehe oder Minigolfen oder ob ich an die Olympiade gehe, ich gehe doch anders zum Gewinnen. Ja. Und wir haben immer so einen komischen Bezug zu dem. Ja, das kannst du nicht sagen, ja, weißt, kannst du nur verlieren. Und ich finde es so richtig, dass man die Ambition hat. Nur muss man aufpassen, dass man nicht reinholt, wenn man es nicht erreicht. Reinholen ist nur dann gerechtfertigt, wenn man wirklich abschifft. Das heisst, wenn die Resultate nicht stimmen und die Leistung oder der Auftritt nicht stimmen. Ja. Aber wenn die Leistung oder der Auftritt stimmen und man es halt dann gleich nicht schafft, kein Unglück passiert, dann geht man mutig auf die nächste Aufgabe los. Und ich glaube, das ist eine der Errungenschaften in R.A. Fischer, dass wir dort ein bisschen grösser denken. Aber ich warne gleich davon, dass niemand draussen einfach sagt, ja, alles andere als Halbfinale ist eine Riesenenttäuschung. Ja. Ich glaube, so weit sind wir. Man muss auch etwas riskieren. Manchmal, oder? Also ich persönlich gehe lieber dreimal im Viertelfinale raus, aber nachher hole ich den Kübel, als dass ich komme dreimal ins Halbfinale. Oder? Und das vierte Mal bin ich im Viertelfinale raus. Oder? Also, ich würde sagen, Sven for President. Ja, ja, das würde ich jetzt nicht unterschreiben. Das hat vielleicht schon noch nicht gehört. Also, wir werden es sehr gespannt mitverfolgen. Die Olympischen Spiele, die Olympischen Winterspiele mit der Frauen-Nazi und mit der Männer-Nazi als Fans. Hopp Schweiz, sagen wir da nur. Stoßen nochmal an auf einen spannenden National League-Abend, auf einen spannenden Talk mit Olympia als Hauptthema. Danke vielmals, Sven. Danke, Ueli. Und okay. Bis morgen. Dann machen wir noch den Abschluss dann von der National League vor der Olympiapause. Schönen Abend. Macht's gut.